Herzlich willkommen hier zum 14. Spieltag der Bundesliga. SV Werder Bremen trifft auf die Heimmannschaft Eintracht Frankfurt. Und das ist natürlich mal wieder ein 6-Punkte-Spiel, selbstverständlich. Und das müssen wir natürlich verlieren, weil wir das letzte Spiel gewonnen haben, ne? So sieht's aus. Endlich wieder Bundesliga. Und in der Bundesliga sind wir eher schlecht, eher gemischt. Wir kriegen immer in den ersten 5 Minuten einen rein. So wie jetzt. Und Čipka. Flanke rein. Lakic. Doch nicht. Janusovic, passt auf, holt sich die Pille. Negredo ist da doch ein Tick zu früh los. Meier, Aigner. Auf Lakic. Aber Fabianski passt auf. Super stark. Sehr schön. Super geil. Verarscht. Das finde ich cool, dass man das hier machen kann. Aber hast du es auch mit Absicht gemacht oder hat er abgebrochen, weil er vorbeigelaufen ist? Nee. Alles geplant. Und Čipka hat den da gesehen. Kein Problem, Ruß. Springt da ein bisschen höher, unsere Mannschaft. Miaichi oder wer? Ne, keine Ahnung, wer das war. Ranocchia, Aigner. Oh, 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 da hatte. Es ist doch unglaublich, ey. Wieso? Immer in der Bundesliga. Es ist immer in der Bundesliga. Warum schaffen wir es nicht mal irgendwie durchgehend am Stück gut zu spielen? Ich weiß nicht. Ja, jetzt komm. Bleibst du stehen, Kurt. Und tschüss. Tschick. Kommt der Schritt. Und was macht... was macht Fabian? Frankfurt, super stark, geht mit einem 1:0 in Führung. So soll es sein, aber das ist nicht. Arme die Juve, Vater Platt. Vernascht sich selbst. Oh, ich bin aber auch so süß. Nom, nom, nom. Ah, leichte technische Probleme hier beim Dambo. Junusovic. Keiner will den haben. Ekici. Ekici, was macht er? Schröck. Auf Aigner. Stark. Ekici auf Außen auf Elia. Ja, wie ist die Mannschaft denn heute so moralisch gesehen? Sind die gut in der Form? Ja, eigentlich schon. Ja, aber das hat ja nichts zu sagen hier. Eigentlich waren die ganz gut. In der Abwehr waren ein paar Schwächere dabei. Da hast du nur was. Ich kann ja nicht auf Mute schalten, während du quatschst. Okay, ja. Also, läuft super, verstehe. Das ist doch nicht schlecht. Janusovic. Tanzt da im Kreis, finde ich sehr gut. Negredo. Ekici. Elia. Oh! Da wollt ihr den perfekten Doppelpass spielen, hast du es gesehen? Lakic, ey, da tanzt dich einfach aus, du bist so ein Noob. Schröck, Flanke zum 2:0. Aigner, bestimmt gleich da in der Mitte. Nö, er schießt einfach mal direkt. Aber gar kein Problem. Kein Problem, aber auch nichts Tolles für uns hier unterwegs. Aigner auf das Meier. Das sagt man eigentlich immer, wenn man auf Frauen sucht, ne? Das ist auch nichts Gutes für uns unterwegs. Nee, heute ist für uns nichts Gutes unterwegs hier. Sagt man so, ne? Munkelt man. Sehr schön. Super gemacht. Ekici, Negredo, Sanchez, Diouf, leider von der Čipka unterbrochen. Der perfekte Pass. Meier. Meine Güte, es ist richtig flott hier, das Spiel. Wir verlieren unnötig die Pille. Dambo absolut unkonzentriert. Hier von der Seite spricht er da zu seinen Spielern. Ey, ihr Flaschen! Bier ist auf! Oh, perfekte Grätsche. Super, das war natürlich ganz, ganz wichtig. Leukemia. Nee, Macchiardi war es, glaube ich. Macchiardi war es. Oh. Ja, warum macht er da immer diesen Ausfallschritt? Hast du es wieder gesehen? Nö. Vielleicht hast du irgendwas gedrückt? Ich muss irgendwas gedrückt haben. Nein, muss nicht. Kann auch einfach der Controller kaputt sein. Oh, wenn der geklappt hätte, ne, dann wäre ich so vorbei gewesen. Ey, das wäre so lustig und so toll, aber bist du nicht. Leider nicht. Ekici hat Platz. Ekici! Hammer! Das ist kein Ball für Kevin Trapp. Der ist einfach reingegangen ins Tor. 1-1! Aber nur in Ekicis Träumen. Meine Güte, ey. Was ein Hammer! Heftiger Schuss! Hm? Abseits? Nicht. Nee. Aber was macht er denn da? Auf jeden Fall nicht den Ball ins Tor befördern! Meine Jüte, doch, mein lieber Gesangsverein! Nimm doch den
Ball mit Beinen. Granoccia auf Sanchez. Ekechi. Ich verliere hier jeden Ball. Es ist wieder so, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Ja, das ist natürlich... Es ist wieder Bundesliga-Zeit. Ich verliere die Bälle. Bundesliga-Zeit. Bundesliga-Time. Schade, oben wäre auch gewesen. Ja, soll ich jetzt hin? Es wird aber aufs Tor zu kämpfen, Mann. Ja! Nein! Also ich dachte, das Ding war drin. Ich dachte auch, der ist drin. Nein! Oh! Der hat den Kopfschmerz schon, ey. Liegt wahrscheinlich am vielen Alkohol. Das kann natürlich sein, ja. Verdammt. Warum nicht einfach mal einen fahren lassen? Einfach mal mit Juve den durchschießen. Er hat doch schon angedeutet, dass er heute hier den Kracher machen will. Zack. Pille in die Hand nehmen und laufen. Auch ein bisschen Glück, dass er hier nicht angegriffen wird. Da läuft nur mit. Ja, so musst du es immer machen. Immer richtig Pam. 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 Genau so. 1-1. Kurz vor der Halbzeitpause. Kommt Frankfurt jetzt zurück, macht das 2-1 noch in der 45. Oder Bremen vielleicht. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Ja, Frankfurt vielleicht, aber Bremen. Ja, was die immer für Trick drauf haben. Wieso klappt es bei mir denn? Ja, hat es ausgelaufen. Noob. Was da? Sehr schön. Ekici steht frei. Lakic. Komischer Name. Ich denke, der mehr im Bett laken. Ah, die Juve. Der kann doch mal wieder. Der hat doch auch nicht einen Schuss. Er kann doch wieder. Hat jetzt wieder ein paar Minuten Pause gehabt. Kann wieder. Tor. Schade. 1-1. Na gut, was heißt schade? Sehr gut eigentlich. Dass man da noch zurückgekommen ist, ne? Ja, ja. Aber man hätte eigentlich mehr erwartet, ne? Eigentlich nach dem Sieg gegen Manchester. Sie hatte aber einen guten Start, das muss man schon sagen. Also jetzt in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit fand der ist auch nicht so raus. Aber man muss sich überlegen, man gewinnt gegen Manchester, man hat so Probleme wie gegen Mannschaften, so Sandhausen. Siehst du, ich sag dir, irgendwann klappt es. Einfach mal durchlaufen. Einfach nur Ego. Aber warum klappt das denn nicht so gegen solche billigen Mannschaften? Warum klappt es denn nur gegen starke? Also was heißt nur, aber... Halt auch gegen Starke wie Manchester, da gewinnen wir. Haben so Probleme wie gegen Mannschaften St. Pauli oder Sandhausen, so ein bisschen. Hier auch gegen Frankfurt. Die sind ja kein Vergleich zu Manchester. Das ist einfach Bundesliga. Das ist ja, das siehst du ja auch bei Schalke. Die sind im Internationalen dann super und dann spielen sie in der Bundesliga auf einmal Grütze. Aber wahrscheinlich liegt es daran, weil die in der Bundesliga die Mannschaft eigentlich schon besser kennen irgendwie, ne? Als so international vielleicht, anderer Spielstil. In den Ländern und so, vielleicht liegt's damit so ein bisschen dran, ne? Sehr gut. Immer dazwischen und Tor. Ich dachte wirklich, der geht hinter ihn rein. Ich wollte sagen, man macht der Torwart nichts. Negredo springt gar nicht mehr. Nö, ich bin heute raus. Ist nicht mein Job hier. Nein! Was macht der Torwart denn da? Meine Güte, schon wieder. Echt? Sieht aus wie Ronald. Meine Güte, wo geht er denn hin? Schade, 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 Pomade. Meine Güte. 53 Minuten gespielt, es steht 2-1 für Frankfurt. Mame, du Juf, probiert's mal wieder mit einem Alleingang. Hi, was ist das? Ein Schüsschen! Oh Mann, ey! Foul! Da ist Lakic durch. Lakic macht das 3-1. Fabianski muss weiter rauskommen. Der darf nicht stehen bleiben, sonst lupft er einfach über ihn rüber. Oh, Mann, 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 Mann. Mein lieber Herr Gesangsverein, mein lieber Oshido. Elia. Ja, ihr wechselt. Die Ufer machst du denn? Hat er nicht vorher den Move genommen? Weiß man nicht. Sanchez kommt nicht an den Ball. Lakic. Und hier schmeißt sich doch komplett rein. Mann. Hast du ja wie beim Wrestling so diesen, wo er so abspringt und dann
diesen Kick macht, weißt du? Ich habe letztens einen Foul gesehen, wo einer mit beiden Beinen so hoch abgesprungen. Und das so in der Luft, so wie beim Wrestling, das ist so geil. Das ist so geil. Ja, aber echt mal. Elia, komm. Da muss jetzt was gehen, Freunde. Sanchez. Was ist das? Na, er kann ihn gar nicht mehr haben, das weiß der Computer. Und darum kriegst du ihn noch nicht. Doch Müll. Meier. Eigner. Gut. Mann, gut, ey. Gut, gut. Das kostet alles Zeit jetzt hier. 66. Minute, da fängt ihr Spiel erst an. Ich will gar nichts sagen. Ich will nichts sagen. Ah, oh, Chipka hat so gut aufgepasst. Frankfurt, starkes Spiel. Uiuiuiui, Chipka auf der linken Seite. Die Flanke kommt bestimmt. Jo, Larkin steht frei. Aber er macht nichts. Malofia ist da. Schröck! Eigner! Fabianski geht hoch. Noch ein paar Minuten zu spielen. Knapp 20. Juf, Doppelpass. Ja! Bestimmt! Den kann er gar nicht riechen. Hat er aber trotzdem ans Bein gekriegt, ne? Oh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Einfach. Unglaublich! Das Spiel ist einfach unglaublich. Oh, Larkic gegen Garcia. Sehr gut, Garcia setzt sich durch. Nimm doch einer den Ball! Ja, ich will! Nein! Ja! Petzt die Pille rein! Ich dachte, wenn er jetzt abseits gepfiffen hätte, hätte ich ihn umgebracht! Ich dachte erst, der Ball war weg wieder. Weil er flog ja schon wieder in alle Richtungen und dann nimmt er. Das ist echt so ein bisschen. Dann müsste. Weißt du, was wir da mal reinschneiden? Nee, er ist Pinball. Nee. Ja, genau. Wir müssen diese Pinball-Geräusche. Ja, guck doch mal, hier gleich. Also, dass der Ball nicht reingeht. Oh, gut. Passiert. Ball schlecht geschossen. Warum schießt er da nicht? Warum macht er sein Hintergrund? Zwei Dinger. Das war sehr gut gemacht. Guckt einmal sich die Ecke aus, schießt aber nicht. Ja, 2-2. Jetzt muss der Siegtreffer aber kommen. Klingelt's und rabbelt's hier im Karton. Das sehen wir gleich in der nächsten Folge, nach einer Werbeunterbrechung. Sanchez. Sanchez. Kommt nicht mehr ran. Doch! Negredo! Negredo! Läuft zu weit. Eieiei. Wie war's nochmal mit diesem einen Lied? Ei, ei, ei. Gelb-Rot. Nicht? Nee, geh weiter. Ja, schieß. Verlief hin. Überleg's dir nochmal mit der Karte. Substitution. Rot. Ist automatisch wechseln. Ja, rote Karte, Elfmeter. Das muss mir einer mal erklären. Wofür? Ja, wegen der Grätsche eben. Nö. Elf Meter? Ich war gar nicht er. What the fuck? Oh Mann, das ist doch beschiss. Das ist doch beschiss. Ich war nicht der Typ. Was macht er? Das ist doch nicht ernst. Das war denn nicht mal eine rote, das war doch keine gelbe Karte. Davor hat er ihn weggepustet, den Gegner. Das ist klar, Vorteil. Jetzt hier einmal das Anstupsen gibt gelb und Elfmeter, gelb-rot. Computer Cheat for the win, oder was? Ey, das ist doch richtig asozial. Mann, da war gar nichts. Herzlichen Glückwunsch. Wie fühlen Sie sich nach diesem Spiel? Schnauze! Ah, rot, Mann! Elfmeter! Mann! War leider davor, verdammt, Alex. Und ich kann ja keine Freistöße. Wenn das jetzt tiefer wird, kann ich nicht gehen. Scheiße, Mann, ich krieg den nicht. Obwohl das ist so die perfekte Figur, ne? Eigentlich muss da rein. Woo!
als den anderen Schützen nehmen müssen oder so, der so eine gelbe Linie hat. Dann hättest du vielleicht noch ein bisschen weiter rechts und so angeschnitten und L1 und Dreieck dazu. Alter Schwede. Werden wir hier vom Computer verarscht? Es gibt die rote Karte auch noch. Es ist einfach mega unfair. Ja, aber eindeutig hast du den ja voll angekackt ans Bein. Meier ist durch. Gibt's hier nochmal den Deckel oben drauf? Der Deckel ist oben drauf. Das Spiel ist vorbei. Frankfurt ist Weltmeister mit Alex Meier. Und Dambo liegt auf dem Boden und weint. Er weint wie ein kleines Mädchen und schluchzt. Das ist doch beschiss. Ja, ist halt echt gemein. Marmit Juf, musst du zum dritten Mal probieren, da durchzulaufen? Vielleicht kommt auch mal der Treffer hier. Nein, er kommt nicht. Lass mich durch. Rot für Miyagi. Gelb? Rot. Oder er kriegt vielleicht doppelgelb für auf einmal. Ich wurde hier echt verarscht. In diesem Spiel wurde ich echt verarscht. Das haben alle gesehen. Komm schon, Mann. Luckage! Wer die scheiß Pille jetzt? Bams. 4 Minuten Nachspielzeit. Können wir dann noch 3 Tore schießen? Dann sind wir gleich wieder auf Platz 8 wahrscheinlich, ne? Ego! Tja, Frankfurt. Stärker als Manchester United. Aigner mit der Flanke in die Mitte. Aigner lässt den Ball liegen, verarscht sich selbst und Lukinja. Peitschen. Ja. Und vorbei. Ein klares 4:2. Bremen verliert ja, gegen erste Frankfurt. Ja, Sieg. Zweite Niederlage. Es ist einfach in der Bundesliga. Liegen einfach Regen und Traufe so nah beieinander. Regen und Traufe. Vom Regen drauf. Ja, aber das heißt ja von noch schlechter. Von schlecht in schlechter, ja. Aber wenn wir gewinnen, ist es ja nicht schlecht. Nee. Doch. Aber ist das Regen, wenn von wir gewinnen? Folge zu Folge. Ah ja, ist okay. Von Sonnenschein zum Regen. Meier ist hier der King. Oh Mann, ist das assi. Ja. So einfach ist das manchmal, ne? Ah, super Ergebnis. Platz 7! Wir von zwischen 5 und 8 ist jeder Platz unser. Ja, und langsam wird es aber auch kritisch. Borussia Gladbach ist 31 Punkte, das heißt, sie haben 9 Vorsprung. Das ist fast nicht mehr aufzuholen, ey. 13, 14. Spieltag. Ja, das ist halbe Saison. Noch nicht mal eine halbe Saison. Das schaffen wir nicht mehr. Sofort Abbruch. Abstieg. Ah, das wird schon. Oh Mann, schade. Und, ja, vielleicht kommt jetzt die Auslosung. Könnte sein. Jawohl. Nee, erst ist nach Hannover. Gesperrte Spieler, ja, da haben wir ja. Und einen. Wer ist es? Völlig vergessen, gelb-rot, ne? Wie heißt der denn? Ranocchia? Keine Ahnung. Das ist Gastier, hier. Nee, Ranocchia, tatsächlich. Mann, ich passe ja aber richtig gut auf. Ja, Hannover ist unser nächster Gegner und wie wir uns da schlagen, seht ihr dann in der nächsten Folge. Also, 6 gegen Platz 7. Das ist ein super Match. Hannover muss weg. Wir müssen gewinnen und das seht ihr dann beim nächsten Mal. Tschüss.